Microscope funktioniert anders als die meisten anderen Rollenspiele, die du gespielt haben könntest. Also lass uns ein paar Vorurteile beiseite räumen. Du wirst nicht deinen eigenen Charakter erstellen. Du wirst das Spiel nicht in chronologischer Reihenfolge spielen. Du könntest über die Zukunft Bescheid wissen und von der Vergangenheit überrascht werden. Du wirst die Geschichte von außen nach innen bauen. Du wirst dich auf das große Ganze festlegen und dann nach innen graben und die Details zum Vorschein bringen. Es ist fraktales Gaming. Also plane im großen Stil. Du hast ein massives Stück Geschichte vor dir, um darin zu spielen. Für Microscope braucht man keinen DM. Man spielt das Spiel mit mehreren Leuten der Reihe nach. Ich möchte Microscope heute benutzen, um eine Timeline für Idle zu erstellen. Ich habe das schon ein paar Mal mit anderen Leuten gespielt, aber heute möchte ich alleine spielen und führe daher ein paar Anpassungen an den Regeln vor. Für die RPG-Teile von Microscope werden wir AI Dungeon benutzen, eine Website, auf der man seine eigenen Geschichten mit einer künstlichen Intelligenz ausspielen kann. Als erstes müssen wir das Big Picture festlegen, also im Grunde einfach das Setting. Wir haben ja im letzten Video eine Synopsis in unser Campfire-Dokument geschrieben, die können wir hier dann einfach schon mal verwenden. Als nächstes können wir mit unserer eigentlichen Timeline anfangen. Das können wir auch in Campfire machen. Dazu gehen wir hier auf Timeline, klicken hier auf Add und benennen das um Microscope. Wir müssen laut den Regeln von Microscope eine Startperiode und eine Schlussperiode festlegen. Dazu können wir rechtsklicken und Add Event auswählen. Meine Startperiode ist die Entstehung der Prokos. Für jede Periode schreiben wir nun dazu, ob es eine helle Periode ist oder eine dunkle Periode. Weil die Entstehung der Prokos etwas Negatives ist, was dazu führt, dass die ganze Welt auseinanderbricht, gebe ich hier dunkel an. Dunkel. Die Angaben Onscreen und Minor können wir erstmal ignorieren. Campfire will, dass man schreibt, ob es ein Event mit viel, also Major Auswirkung, oder wenig, also Minor Auswirkung ist. Und ob es Onscreen passiert, also explizit beschrieben wird, oder Offscreen impliziert wird. Ich finde, das kann man am Ende aber immer noch hinzufügen, da muss man sich jetzt noch keine Gedanken drüber machen. Ganz wichtig ist auch, dass man noch keine Jahreszahlen dazu schreibt, weil man sich dadurch nur selber blockiert. Im Moment können zwischen zwei Perioden Jahrtausende vergehen oder sogar nur wenige Minuten. Meine Schlussperiode kommt ganz nach rechts. Eine helle Periode. Der Neustart der Welt. Normalerweise würde man jetzt anfangen, eine Liste zu erstellen mit Dingen, die auf jeden Fall vorkommen sollen oder auf keinen Fall erwähnt werden dürfen. Das macht meiner Meinung nach aber nur Sinn, wenn man mit mehreren Leuten spielt. Als nächstes können wir Perioden oder Ereignisse hinzufügen. Die Timeline aller Perioden geht von links nach rechts. Die dunklen Mächte wurden freigesetzt und bedrohen die Welt. Das kommt zwischen unsere beiden bereits vorhandenen Perioden. Alle Ereignisse sind immer bestimmten Perioden zugeordnet und werden darunter chronologisch von oben nach unten aufgereiht. Hygmas Wunsch würde zum Beispiel in diese Periode gehören. Bei dem Versuch, Hygmas Wunsch zu erfüllen, verwandelt Anisidora sie in einer Puppe in einem Drachen. Alles, was vor Pygmas Wunsch geschieht, kommt jetzt darüber. Alles, was danach geschieht, kommt darunter. Fügen wir eine weitere Periode und ein weiteres Ereignis hinzu, damit die Regeln klar sind. Die Suche nach den Gebeinen der Prokos. Es kommt zwischen die letzte und die vorletzte Periode. Ikas Verbannung aus dem Kloster gehört in die erste Periode. Ika wird aus dem Kloster verbannt, weil sie Anisidora in Frage stellt, indem sie sich mit Totenbeschwörung beschäftigt.
Normalerweise würde pro Runde auch immer jemand anders einen sogenannten Fokus festlegen. Alles, was die anderen Spieler danach hinzufügen, müsste mit dem Fokus zu tun haben. Weil wir nur ein Spieler sind, machen wir das so, dass für jeden Fokus 3 Elemente hinzugefügt werden müssen, bevor man einen anderen Fokus setzt. Ich wähle jetzt als Fokus zum Beispiel Ika. Die 3 nächsten Perioden oder Ereignisse müssen alle mit Ika zu tun haben. Die Nonne Ika wurde fast von einem Blitz getroffen und hat seitdem Träume über seltsame Symbole und weltverändernde Kräfte. Jetzt haben wir noch ein bisschen erklärt, wo Ika dieses ganze Wissen überhaupt her hat. Ika führt ein dunkles Ritual durch und beschwört die Fokus herbei. So. Jetzt noch ein Ereignis und wir müssen nicht die ganze Zeit in einer Periode bleiben, deswegen mache ich jetzt woanders was. Und zwar habe ich mir überlegt, Hell, Ika hat 2 neue Kinder, eine Tochter namens Kay und einen adoptierten Sohn namens Klüss. Nachdem der Fokus vorbei ist, habe ich nun die Chance, eine Legacy festzulegen und diese auszuspielen. Die Legacy schreibe ich oben in die Beschreibung der Timeline. Man kann immer nur eine Legacy haben und die Legacy muss etwas mit den Inhalten zu tun haben, die sich bereits in der Timeline befinden. Sie darf außerdem nicht zu allgemein sein. Ich wähle hier erstmal das dunkle Ritual bedroht die Stabilität der Welt. Nun kann ich noch etwas hinzufügen, was mit der Legacy zu tun hat. Dunkel. Ika schreibt den Code aus ihren Träumen auf die Schädel eines Wolfs, einer Ziege, eines Raben und einer Katze. Als nächstes möchte ich mich noch mehr auf die Prokrus fokussieren. Eine letzte Sache muss ich an dieser Stelle noch erklären. Außer Perioden und Ereignissen kann man nämlich noch Szenen hinzufügen. Und an dieser Stelle kommt dann auch der RPG-Faktor ins Spiel. Wenn man eine Szene hinzufügt, ist diese immer an ein Ereignis geknüpft. Um eine Szene zu erstellen, muss man eine Frage stellen, die bis jetzt noch nicht beantwortet ist. Eine gut gestellte Frage ist sehr konkret, denn sobald die Frage beantwortet wurde, ist die Szene vorbei. Ich erstelle nun das Ereignis. Die Prokrus erklären ihren Trägern, dass die im Ritual verwendeten Schädel zerstört werden müssen, um die Welt wiederherzustellen. Dazu fällt mir die Frage ein, wie treffen denn diese 3 Prokrus-Träger aufeinander? Nach der Antwort auf diese Frage kann ich nun suchen, indem ich AI Dungeon benutze. Sobald ich die Frage beantwortet habe, kann ich weitermachen. Ich muss mich hierzu vorher auf mindestens einen Charakter und einen Ort festlegen. Leider muss ich hierzu auf Englisch schreiben, weil AI Dungeon mich sonst nicht versteht. Ich packe die Übersetzung in die YouTube-Untertitel und hoffe, dass ihr nachsichtig seid, wenn mein Englisch an einigen Stellen etwas haken sollte. Zur Demonstration musste ich jetzt leider meine Kamera ausmachen, weil Firefox bei mir sonst rumspinnt. Um unsere Geschichte zu erstellen, gehen wir hier auf New Game, Prompts und dann Custom. Hier geben wir jetzt einen Prompt ein, der die Szene beschreibt, die wir spielen wollen. You find yourself in the capital of Traum, a town on an island in the middle of nowhere. You are possessed by a ghost who refers to herself as Humida. Humida tells you that in order to save the world,
You need to find two young women named Kay and Glauco. Okay, jetzt haben wir hier, she says she can guide you through the various worlds and help you get them back home. As you walk down a street, you see several people walking around with strange symbols painted on their bodies. Als nächstes können wir noch Folgendes machen. Wir können hier slash remember angeben. You are looking for Kay and Glauco. Omeda might know where to start looking for them. Das nächste, was wir machen können, ist hier klicken, auf Questlog klicken und dann Add Quest, Find Kay and Glauco. Als letztes gibt es hier noch den World Info Button. Bei mir funktioniert er nicht ganz so gut und es gab auch viele andere Leute, die gesagt haben, dass der bei denen nicht funktioniert, aber ich kann ihn ja trotzdem mal demonstrieren. Wir können jetzt zum Beispiel auf Info gehen, Generation Options auswählen und dann beschreiben wir die Beschreibung unserer aktuellen Welt. Eventuell war das jetzt sehr viel Arbeit für nichts, weil es kann sein, dass es überhaupt nichts bringt, aber wir können es zumindest mal probieren. Als nächstes können wir beschreiben, was wir tun, sagen oder wir können sagen, was als nächstes in der Story passiert. Ask Omeda if she knows what is going on. Oh, I don't know much about it myself, sagt Omeda. You see a man with a heavily painted face walk by. Do you know where I can find Kay and Glauco? Kay and Glauco, he asks as he walks by. You know, Kay and you struggle to remember the second girl's name. Lau, you say, but the man has already walked past you. Wait, come back. Lau, yes, I don't know where they are. Maybe they've already painted themselves. You look down the street and see that most of the people on it have symbols painted all over their bodies. Also, AI Dungeon will anscheinend, dass ich auf jeden Fall irgendwas mit diesen angemalten Menschen jetzt überprüfe und das werde ich auch machen. AI Dungeon und ich schreiben die Geschichte jetzt weiter und dann zeige ich nachher, wie sie aussieht, wenn sie fertig ist. So, ich bin wieder da und es geht dann auch direkt weiter mit unserer Geschichte. You say, what's with the symbols anyway? It's a complex system that not even I can comprehend. You look at the people with symbols painted on them. You see that they are all wandering around without a clear purpose. You try to paint yourself as well. You ask the woman who is painting herself to help you paint yourself. After a few minutes, you are painted from head to toe with symbols. You walk into the crowd of people. You walk around the street, looking at people's faces. You see one person who is not painted. He is clutching a large and thick book to his chest. You say, what are you hiding from? And why are you carrying a book? He turns to face you and clutches the book closer to his chest. I'm hiding from the people who are trying to kill me, he says. You say, do you mean the people with the paint on their bodies? No, those are just regular people. They don't hurt anyone. I'm talking about the ECS. Who are they? They're a ruthless and evil organization. They want to take over the world and everyone else is too stupid to see it. What does ECS stand for? He looks at you carefully. You really don't know what's going on, do you? No. Why were you looking for Kay and Glauco? Are you with the ECS? You say, no, I'm carrying a Procross as well. I want to save this world. He looks at you as if he's seeing you for the first time. You're one of them? How come you look different? Different how? You say, what does one who carries a Procross usually look like? Dunno, just different. I guess that explains why you weren't painted. You say, I painted myself with the help of some woman. You did? Why? So people wouldn't attack me, I guess. You mean you don't know? No, I just woke up like this. What is it? He says, people paint themselves so that they will be spared by the ECS. He says, the ECS is located in the big tower in the middle of town, but I doubt they will even let you in. You seem to know a lot about them. Why is that? He says, I've already said more than I've been willing to tell you, and leaves. You look around and realize that there's nothing else here. You arrive at a huge tower surrounded by what appears to be a force field. The tower is easily 20 stories high. As you enter the tower, a blue portal opens in front of you. The inside of the tower seems even more unstable than the rest of the world. There are monsters inside that you need to fight off. You also see Kay and Glauco, who are fighting off some sort of flying creature. You attack the creature, and as you do so, it appears more scared of you than anything else.
Its eyes widen and it flies away. You walk over to Kay and Laoko and say, we need to leave this place. Also wir haben die Antwort auf unsere Frage gefunden, deswegen habe ich The End hingeschrieben. Aber ich kann das auch rückgängig machen und an der Stelle weiterspielen, wenn mich das interessiert. Jetzt gehen wir zurück zu Campfire und schreiben die Antwort auf unsere Frage hier hin. Elpi trifft auf die anderen beiden, als sie gerade in einem Turm der ECS gegen eine geflügelte Kreatur kämpfen. Mal ECS in Anführungszeichen. Die haben mir immer noch nicht gesagt, wofür das steht. Ich habe gefragt und die haben einfach nicht geantwortet. So, an der Stelle mache ich jetzt offscreen erstmal weiter und dann zeige ich euch am Ende, was ich geschrieben habe. Im Grunde verfolge ich jetzt einfach dieses etablierte Muster für die nächsten paar Runden. So, ich bin jetzt fast fertig mit der Story-Timeline. Meine AI-Dungeon-Geschichten waren manchmal auch ganz witzig und überraschend. Ich werde sowohl die kompletten Geschichten in die Videobeschreibung packen, als auch die Prompts, damit ihr das selber mal spielen könnt und sehen könnt, was bei euch rauskommt. Hier ist die Timeline, die ich bis jetzt habe. Die Entstehung der Prokrus. Die Nonne Ika wurde fast von einem Blitz getroffen und hat seitdem Träume über seltsame Symbole und weltverändernde Kräfte. Ika wird aus dem Kloster verbannt, weil sie Anis Sidora in Frage stellt, indem sie sich mit Totenbeschwörung beschäftigt. Ika schreibt den Code aus ihren Träumen auf die Schädel eines Wolfs, einer Ziege, eines Raben und einer Katze. Ika sorgt dafür, dass beim nächsten Gewitter der Blitz in die Schädel einschlägt. Ika führt ein dunkles Ritual durch und beschwört die Prokrus herbei, Katze, Rabe, Wolf, Ziege. Bei den Schädeln befindet sich auch der Menschenschädel ihrer verstorbenen Tochter. Der Rabenprokrus verbündet sich mit der Seele von Ikas verstorbener Tochter. Die anderen Prokrus fliehen und suchen nach Menschen, mit denen sie sich verbünden können. Die dunklen Mächte wurden freigesetzt und bedrohen die Welt. Ein junges Mädchen mit Wolfsohren, Laoko, wird im Kloster abgegeben. Sie trägt den Wolfsprokrus Daimon. Die Geschwister Rodion und Pygma finden die Fusion aus Ikas Tochter und dem Rabenprokrus. Pygma hält das Rabenkind für die Göttin Anis Sidora. Anis Sidora will Pygmas Wunsch erfüllen. Sie verwandelt sie in eine Puppe, Rodion in einen Drachen und beschwört Untote. Rodion verscheucht Anis Sidora in Drachenform und glaubt, sie getötet zu haben. Das Kloster auf der Gezeiteninsel wird in einer Zeitschleife gefangen. Immer wieder greifen Untote an. Laoko ist die Einzige, die ihre Erinnerungen aus der vorherigen Schleife behält. Keiner glaubt ihr. Rodion beschützt mit seiner Drachengestalt die Menschen vor den Untoten und wird dafür verehrt. Das Leben geht trotz der Untoten weiter. Ika arbeitet in einer Taverne und hat zwei neue Kinder. Eine Tochter namens Kay und einen adoptierten Sohn namens Klüss. Klüss trägt den Katzenprokrus Uboru mit sich, seitdem er ein kleiner Junge ist. Und die Kräfte machen ihn krank. Klüss' Schwester Kay muss immer auf ihn aufpassen. Rodions Kinder können sich ebenfalls in Drachen verwandeln. Um zu trainieren und zur Aggressionsbewältigung führt Rodion die Drachenschlachten ein. Die Aktivierung aller drei Prokrus. Elpi ist Rodions einziges Kind, das sich nicht verwandeln kann und darf daher nicht an den Drachenschlachten teilnehmen. Kay übernimmt selbstlos Klüss Prokrus für ihn, als er zu krank wird. Dann beginnt sie jedoch die gleichen Symptome zu zeigen. Und hier die erste Szene. Was ist der Punkt, an dem es Klüss zu viel wird? Anis Sidora erscheint und erzählt vom Weltuntergang. Kay hat ihr Leben lang nur die Rolle des Versorgers gekannt und ist nun die Zuvorsorgende. Das macht ihr Angst und sie isoliert sich. Laoko benutzt ihre Prokrus-Kräfte, um die Zeitschleife zu brechen. Im Wunsch, an den Drachenschlachten teilnehmen zu können, verbündet Elpi sich mit dem Ziegenprokrus Romeda. Die Instabilitäten der Welt werden zu groß und die Welt zerbricht in Scherbenwelten. Wie sieht die Apokalypse aus? Die Sonne verschlingt die Insel. Der Neustart der Welt. In der ersten Scherbenwelt wollen ECs, Error Codes, alle Instabilitäten vernichten. Bemalte Leute können nicht identifiziert werden. Die Prokrus erklären ihren Trägern, dass die im Ritual verwendeten Schädel zerstört werden müssen, um die Welt wiederherzustellen. Wie treffen die Prokrus-Träger aufeinander? Sie treffen sich, als sie in einem Turm der ECs kämpfen, mit den bemalten Körpern. Die Prokrus erklären, wenn sie in jeder Scherbenwelt eine Scherbe gefunden haben, werden sie ihnen den Weg zu den Schädeln weisen.
Wie wechselt man zwischen Scherbenwelten? Alle drei Prokrusträger müssen ihre Kräfte auf die Scherbe anwenden. Die nächste Welt scheint friedlich. Zu friedlich. In dieser Welt wurde die Zivilisation vom Vulkan zerstört. Die Prokrusträger landen in der neuen Welt und begeben sich in eine leere Villa. Warum gehen die Prokrusträger in die Villa? Sie untersuchen die Ruinen einer vom Vulkan zerstörten Stadt. Anesidora will nicht vernichtet werden und will sich mit einem der Prokrusträger verbünden. Wie nimmt Anesidora Kontakt auf? Sie kontaktiert die drei Frauen telepathisch, als sie sich gerade in einer leeren Villa befinden. Die Prokrusträger müssen die nächste Scherbe aus dem Vulkan bergen. Die Prokrusträger finden die anderen Scherben und finden den Weg zu den Schädeln. Wie sehen die anderen Welten aus? Fortsetzung folgt. Die Prokrusträger müssen herausfinden, wer von ihnen sich mit Anesidora verbündet hat und dessen Prokrus nicht zuletzt zerstören. Zuletzt habe ich mir noch eine Überraschung überlegt. Die drei Protagonisten müssen noch die letzten paar Scherben finden, bevor ihnen die Schädel ihrer Prokrus offenbart werden. Wenn es soweit ist, geht es darum, die Verräterin zu finden, die sich damals in der Ruine einer Villa mit Anesidora verbündet hat. Oder, wenn man selber die Verräterin spielt, muss man hier den Verdacht von sich ablenken. Aber was passiert davor? Wie viele Scherben gibt es und was für verrückte Scherbenwelten müssen erkundet werden? Ich möchte an dieser Stelle ein kleines Experiment machen und in meinem nächsten Video diese Stelle komplett in AI Dungeon spielen. Ich weiß noch nicht, ob das überhaupt klappt und ob dabei was Vernünftiges rauskommt, aber es wäre auf jeden Fall lustig. Vielleicht möchtet ihr dieses besondere Schreibsystem ja mal selber ausprobieren. Ich werde sowohl AI Dungeon als auch Microscope und Campfire in der Beschreibung verlinken. Ansonsten sind wir hier für heute fertig und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen.